Bildopner, 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 wir spielen Dunkle Seelen. Dunkle Seelen. Remastered. Legen Sie los. Jawohl. Kann ich meinen Kopf nach hinten machen? Nein. Nein. Du musst unbesiegbare Nordak. Maske anziehen. Was? Du musst die Maske gleich anziehen, wenn wir mit dem Part hier alles fertig sind. Was für eine Maske? Naja, die du von dem Pinwheel Demon bekommen hast. Ja, genau. Mhm. Die. Wo muss ich jetzt hin? Erstmal die Leiter hoch. Ja, das ist richtig. Guck mal mit der Fernbedienung, wie laut das ist, bevor du hochgehst. Mach mal auf 13. Genau. Auf 13! Du musst dich rechts halten. Also nicht so rechts, nur an der Mauer rechts. Nein, 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 zurück. Was? Nein, nein, nein. Da, an der Mauer halten. Halten Sie sich an der Mauer. Da kommt gleich ein Gegner. Eie! Oje. Der ist etwas kräftiger. Deswegen umgehe ich die auch immer, weil die sehr nervig sind. Kling, kling. Du kannst hier, glaube ich, auch deine normale Waffe ausrüsten. Echt? Ich meine ja. Da auch noch? Ja, also generell jetzt bis zum Boss, glaube ich. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Dann lassen wir es mal. Weil ich es noch nie ausprobiert habe, aber die macht auf jeden Fall mehr Schaden als ein Zweihänder jetzt. Genau, du kannst da geradeaus runter, genau. Jetzt aber verfolgt, auch geradeaus runter. Da sind zwei Gegner, pass auf. Da kannst du auch geradeaus runter. Genau, und dann links. Und dann an der Mauer halten, direkt rechts. Und da auch runter. Links, 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 links. Genau, und da ist ein Loch, da kannst du rein. Da ist eine Leiter. Nein, ja, geh da runter. Da jetzt auch einfach runterlaufen kann. Das ist ja wenig tief. Wenig tief, der neue Deutsch. So. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass der Weg zum Boss schwieriger ist als der Boss selber eigentlich. Viele Park. Da wirst du nichts finden. Es sei denn, du bist menschlich, aber das bist du nicht. Du bist auch nicht menschlich. Du bist nicht menschlich. Du bist Seele von Mensch. Ich weiß. So. Sieht sehr witzig aus mit deinem komischen Kopf. Du siehst auch sehr witzig aus mit deinem komischen Kopf. Ich habe einen sehr ästhetisch anspruchsvollen Kopf. Nein. Doch. Du hast einen Bombsbirne. Nein. Ich habe einen sehr schönen Kopf. Du hast einen Kanisterkopf. Hallo Skelettwürmer. Warum schießen die mit Pfeilen, ey? Was ist denn hier los? Weil die sehr böse sind. Oder er hat fast seinen Kollegen erschossen. So, da musst du jetzt aufpassen, da kommen Magieattacken. Da kannst du geradeaus einmal runter, ja. Dann ein bisschen nach rechts und den Geschossen ausweichen. Genau. Und dann direkt, da links. Genau, geradeaus schnell. Da kommen gleich so kleine Skelettviecher, die können sich den Weg versperren. Weiter, links. Links hoch. Links, links, links. Voll, mach keinen Platz. Ja, warten wir jetzt. Ja, du rennst so schnell. Die beschießen dich alle übrigens mit Kräuter, ist egal. Das ist wichtig für göttliche Waffen. Damit kannst du göttliche Waffen aufs Maximum leveln. Okay. Und da kannst du jetzt eine Drop-Attack machen auf den. Schon tot? Ja, jetzt ist er tot. Die sind gemein, da musst du ein bisschen aufpassen. Deswegen kannst du sehr leicht davonrennen, aber wenn die dich immer haben, dann sind die sehr gemein, weil die so klein sind. Sehr viele. So, jetzt musst du da wieder rechts hoch. Mhm. Und da ist direkt der nächste. Ja, also diese Vision. Ja, war auch geplant, dass wir heute noch wegkommen. Aber macht relativ wenig Sinn, wenn wir von zwei geschießen, das plus minus Skelette. Babyskelette. Ja, hier, spiel mit uns. Wir mögen dich. Erstmal treten. Ich dreh dich weg. Die kommen übrigens unendlich nach, also die kannst du eh nicht alle super. Wo muss ich überhaupt hin hier? Rechts. Und da vorne schon das Nebel drauf. Aber du fühlst dich das so klar. Ich gehe mal durch. Gut. So, jetzt musst du dich droppen lassen, verlierst Leben. Dann musst du dich hochheilen und dann kommen Skelette. Die musst du als erstes platt machen. Ich habe aber noch eine Flaske, ey. Das stimmt. Da ist er. Huhu, Nito. Aber jetzt kennst du zumindest schon mal den Weg, das ist ja praktisch. Das heißt, selbst wenn du jetzt stirbst, dann kannst du gleich ohne großes Leben zu verlieren eigentlich durchrennen zu denen. Ich denke mal schon, dass du jetzt sterben wirst, aber schauen wir mal. Erst Skelette? Ja, erst Skelette. Die kommen von links. Und bleib am besten stehen, weil wenn du zu weit läufst, dann kommen noch so ganz schwer Skelette mit drauf. Alter, was ist denn da los, ey? Das ist Nito. Hast du das direkt vergiftet? Vorsicht. Ah, was wollen? Ja, Vorsicht hilft mir halt nicht ganz so viel, ne? Das ist halt eine super gemeine Attacke, ne? Deswegen solltest du auch immer sehr nah an ihm dranbleiben, wenn du die besiegt hast. Ja, wie gesagt, das war halt ein sehr schwieriger Versuch jetzt. Musst du das alles Skelette platt machen, oder was? Ja, zumindest die zu dir gelaufen kommen. Die da hinten, die kannst du ignorieren. Da solltest du eh nicht hin. Super. Dann, wenn du die besiegt hast, gehst direkt zu Nito hin. Weil wenn du direkt an ihm dran bist, trifft er dich nicht. Außer mit einer Attacke. Hm. Und diese Attacke kommt immer dann, wenn er sich so runterbaut, wenn es sich zu einer Kugel macht. Dann rennst du halt so weit wie es geht von ihm weg und machst das Schild hoch in seine Richtung. Mhm. Genau, Katakomben der Giganten. So kannst du dann seine Angriffe auch umgehen. Warte. Setz dich ans Lagerfeuer und hol dir erstmal ganz viele Estus-Flakon. Aber dafür musst du menschlich sein. Sprich, du brauchst Humanity. Lass mich kurz überlegen, wie viel. Einmal um menschlich zu sein. Ja, zwei, ne? Dann noch eine für plus 10, dann eine für plus 15. 4. Ja. 4 Stück. Ja. Weil jetzt, nachdem du das, den Pinwheel-Dude platt gemacht hast, kannst du bis zu 20 Estus-Flakon holen. Mhm. Das macht es natürlich deutlich einfacher jetzt. So, und jetzt kannst du entfachen. Dann hast du jetzt einmal plus 10, plus 15, plus 20. Das sollte dir sehr helfen. Ja, jetzt das Maximum. So. Jetzt müssen wir den Weg nochmal wieder rausfinden. Mhm. Genau. Weißt du den noch so ungefähr? Ja, mal gucken. Jetzt kommt erstmal wieder der Hund. Wie war das? An dem kann ich vorbei, ne? Theoretisch, er muss nur ein bisschen schnell sein, der ist sehr aggressiv. Genau. Da kannst du da, wo du das Licht siehst im Prinzip, genau, ne, da, wo du, genau, da geradeaus. Da auch geradeaus. Genau, dann links und an der Wand halten. Genau. Und jetzt links runter. Links, 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 links. Genau. Und da kannst du jetzt einfach direkt runterfallen. Ah, so. Und jetzt bist du schon da. Den Part, den skippe ich genauso wie du jetzt gelaufen bist, eigentlich immer, weil der Weg dahin, der ist halt so super nervig. Da verballest du nur unnötig Flakons. Und jetzt direkt rechts rein. Ich weiß nicht, ob da schon der Typ kommt. Ich glaube nicht. Ne, gut. Oh, doch, schade. Das ist so ein Finstergeist. Den kannst du jetzt platt machen, wenn du willst. Oder wenn du es schaffst, halt vor dem Weg rein. Der kommt jetzt direkt hinter dir. Ach, hinter mir. Bringt er mir was? Ja, eine neue Waffe. Und einen Zauber. Aber pass auf, seine Waffen machen sehr viel Damage. Der Shit ist cool. Ja gut, das ist natürlich sehr praktisch, dass du ihn direkt auf den Boden schlägst. Jetzt holt er sich. Du heizt dich nicht! Das ist halt ganz lustig, du kannst halt mit der Attacke durchschlagen und er aber nicht. Nein, er will sich heilen. Dreckschwein. Wie lange hält er sich denn ein? Ja, das Wunder müsste gleich aufgebraucht sein. Ich denke mal nicht, dass er noch viele Aufladungen hat. Das ist fies, wenn du an einer Klippe stehst und das nicht wegblocken kannst. Sehr gut. Sehr gut. Ah, läuft! Bei Nito ist wichtig zu wissen, immer wenn du diesen Schrei hörst, ist dann musst du damit rechnen, dass er nach dem Schrei direkt die Klinge aus dem Boden macht. Na gut, ist nur schwer zu schätzen, wie lange der Schrei jetzt geht. Ja, das stimmt. Deswegen, wie gesagt, versuche ich immer so schnell wie möglich die Skelette, die zu einem gerannt kommen, platt zu machen, um mich dann direkt Nito zuzuwenden. Weil wenn du nah dran bist, macht er das eigentlich nicht. Kommt auch vor, aber eher selten. Dann schlägt er eigentlich nur mit seinem Schwert zu, aber wenn du ganz nah dran bist, dann trifft er dich damit nicht, weil der so weit ausholt immer. Da gibt es halt, wie gesagt, nur diese AOE-Attacke, die ich treffen kann. Hier runter, ne? Ja. Und dann, genau. Da kannst du eigentlich auch direkt runter. Ah. Breaking. Aha. Giftig was. Warum geht das so schnell? Ja, nee. Was, nee, wohin? Genau falsch, muss wieder in die Höhle rein. Und dann? Ja, und dann wieder hoch. Bin ich so gerade. Dann bist du da unten. Ja. Ja. Also wohin? Hä? Ja, da hoch. Du bist gerade nur rausgerollt aus dem richtigen Weg. hier hoch. Und dann direkt rechts. Und dann rechts wieder hoch. Und wieder rechts. Und tot. Ja, der ist gemein, der Kabel. Ja, macht Spaß. Soll ich dich zu Nito bringen? Ja. Das ist aber generell schon irgendwie eine Scheißgegend hier, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Boah, das ruckelt, ey. Ich weiß gar nicht warum. Macht gar keinen Sinn. Okay, das ist ein bisschen zu tief. Das war daneben. Ja, mach selber. Okay. Oh geil, weißer Brot. So. Mein Name ist Havel. Der leuchtende Havel. So viel Polz, das ist egal. Die können hier eh nichts. Habe ich den jetzt getriggert? Gestaggert durch meinen Rollen? Der ist gerade zurückgewichen, ne? Mhm. Witzig. Weil ich so schwer bin. Guck mal, die Umgebung da ist noch ätzender als diese Giftumgebung, wo wir schon mal da waren, wo die Spinne unten war. Joa, das stimmt. Ich mag die auch nicht so gerne hier. Mit der Zeit gewöhnst du dich dran und weißt halt, wie du durchlaufen musst. Aber die ist sehr nervig, ja. Ich frage mich, warum wir so wenig Gift haben. Komisch. Ich habe jetzt echt so wenig Gift. 11? 16? Okay. 33? Jo, die hat tatsächlich voll wenig Gift. Interessant. Physisch 2. 104, 105, 91, 54. Ja gut, da ist die natürlich, bei der Balance ist die natürlich krasser, ne? Aber die hat eine höhere Magieabwehr, oder? Ne, hat die auch nicht. Interessant. Hm. Witzig. Vielleicht probieren wir es gleich mal mit der Steinrüstung außer Spaß. Die ist nämlich ein bisschen leichter und hat eine höhere Giftabwehr. Was bei Nito natürlich nicht so schlecht ist, ne? Wenn man dich vergiften kann. Kann man bei Nito nicht den Kopf wechseln? Ist da hell genug oder ist da komplett dunkel? Da müsste es hell genug sein eigentlich. Also ich habe da ja auch... Ich mache das ja... Schon öfter habe ich es mit Dingens gemacht hier, mit der Laterne. Mhm. Und da hatte ich die ja auch nicht ausgerüstet. Ich habe vorher mal gewechselt, weil ich ja einmal die Keule brauche, um die Skelette platt zu machen. Und dann habe ich halt mal auf meine richtige Waffe gewechselt für Nito selber. Also brauchen wir für den ja keine heilige Waffe oder was? Für Nito selber nicht, nein. Mhm, okay. Nur für die Skelette halt. Die sind halt saunervig. Schießt auch. Soll ich Nito selber auch machen oder willst du den machen? Mach den mal. Okay. Ui. Habe ich auch noch nie mit einem Stärke-Charakter gemacht. Also zumindest nicht mit so einem schweren Stärke-Charakter. Ich hatte eine leichte Rüstung an, aber eine fette Keule. Das war gut. dauert zu lange, Platz. Da siehst du, er selber. Boah, machen wir wenig Damage mit der Waffe. Alter, Verwalter. Was war das? Ei. Oh nein, er hat uns gepackt, oder? Nee. Oh, Glück gehabt. Okay, der Schadensunterschied ist schon heftig. Ja, ja, das ist gar kein Vergleich. Aber bei denen ziehen eigentlich nur die Giftstoffe so viel ab, ne? Der Rest geht eigentlich anscheinend. Ja, ich weiß nicht, wie viel das Schild jetzt blockt von dem. Das ist... Solange du Havel-Schild hast, ist eigentlich alles cool. Havel-Schild plus Keule, gleich Sieg. Na komm, greif mich an. Ja, mach doch. Havel-Schild! Zieht halt fast nichts ab. Ja, ja. Das meiste, was jetzt gerade abzieht, ist eigentlich das Gift. So, das war schon mal easy. Jetzt gucke ich mal eben, habe ich irgendwas. Habe ich? Okay, das war Toxin, was er gemacht hat. Toxin habe ich aber auch. So, jetzt sind auch alle Skelette down. Und jetzt können wir auch in den DLC. Also ist er der, der die Skelette halt am Leben gehalten hat quasi. In dem Gebiet, ja. Am Anfang waren es immer diese Nekromanten mit der Laterne. Mhm. Und hier in dem Gebiet ist er das. Mhm. Wow. Ja, halt auch wieder das typische Dark Souls Ding, wenn du weißt wie es geht, ist halt sau easy eigentlich. Feuerbandschrein, ne? Mm, ja. Und da muss ich kurz überlegen. Müssen wir nicht dann auch erst, oder muss man, kann man den erst das letzte Ding noch auf die Schale legen, wenn man den DLC gemacht hat? Nö, kann man nicht, aber würde ich machen, weil dann öffnet sich direkt das letzte Gebiet, weißt du? Und hat ja keine Relevanz, dass wir das jetzt direkt machen. Deswegen. Porte dich mal bitte... Ah, wo müssen wir hin? Wobei, nee, gar nicht. Wir können das von hier aus machen. Geh mal dahin, wo Havel ist. Weißt du das noch? Ja, ungefähr. Dieser komische Turm ist das. Ja, ich überlege mal, wie kommt man da hin? Ja. Geh am besten den normalen Weg über die Zisterne. Ja, genau. Über diese... das Aquädukt. Aber den Kopf brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Ja, jetzt kannst du den Vaterkopf aussetzen. Maske des Vaters. Tu es. Was bringen wir die? Erhöhte Traglast. Außerdem siehst du jetzt viel cooler aus. Boah, das bringt mir aber auch nichts. Nö, das, bei der Maske ist das immer nur leicht, aber du siehst halt cooler aus. Außerdem heißt die Folge, die heute online geht, Papa Nordak ist geboren. Ist natürlich ein bisschen Overkill jetzt, aber... Ja, Feuer zieht ja halt auch wenig ab, ne? War ja nicht umsonst der Drachentöter. Drachentöter habe! Den ignorieren wir. Den nicht. Jetzt muss halt nur aufpassen, weil da ist immer das Zielsystem ein bisschen schwierig. Da kannst du leicht runterfallen. Ja, yeah, genau. Gerade aber einmal nur Red. Voll die Schnauze zermatscht. Das Handy ist in deiner Nähe, ne? Weil wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Kurz vor. Okay. Aber das ist hier durch, ne? Ja. Dann kannst du eben kurz zum Turm gehen und da können wir dann speichern. Mir fällt gerade ein Weg ein, der leichter gewesen wäre, aber egal. Jetzt sind wir eh schon fast da. Hier kommt man sich gerade ein bisschen im Fehl vor, so, ne? Ja, leicht. Oh, er hat eine Bombe getroffen. Er könnte drauf gehen. Meinst du? Ja. Das ist so heftig gerade für dich. Die machen hier einfach viel zu viel Schaden, weißt du? Easy. Das wirkt auch minimal OP. Das musst du jetzt machen. Zack. Zack. Kannst du auch den Black Knight machen, wenn du Bock hast. Der hier unten? Ja. Ist er nicht schon tot? Ja, Tatsache. Wobei, du weißt ja, wo die Hydra ist, ne? Fällt mir gerade an. Oh, die ist, weiß ich ja. In der Nähe der Hydra ist aber ein Lagerfeuer. Das holen wir uns jetzt einfach und dann machen wir kurz einen Cut. Dann bestellen wir nämlich Essen. Und dann nehmen wir weiter auf. Vielleicht. Mal schauen. Er ist Havel, er ist zurückgekehrt. Öffnen Sie die Tür. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Schwecken Sie mal die Kamera ein bisschen. Das war zu viel. Einmal ein bisschen nach links, genau. Ah, nicht zu viel. Genau. Siehst du da vorne? Da müssen wir hin. Wo da vorne? Da, wo diese weißen Punkte sind, wo es so glitzert. Genau, du musst nur ein bisschen gucken, nicht, dass du runterfällst. Kommen wir nicht auf diese komischen Maden? Ja, wir kommen da nicht. Genau, dann links. Genau, da geht's hoch. Aber anstatt da gleich hoch zu gehen, gehst du den linken Weg. Der linke Weg ist nie der richtige Weg. Der linke Weg ist voller Gefahren. Die Nacht ist finster und voller Schrecken. Wir müssen immer den Weg geradeaus gehen, Kinder. So, Achtung, jetzt vor dir, musst du im Prinzip dem Weg folgen, da ist nämlich ein Black Knight. Den Black Knight machst du platt. Oh nein, ich habe Angst vor dem Black Knight. Das kannst du sogar, weil der wird dir mit Sicherheit ein bisschen Schaden machen. Oder du one-shottest dann einfach, das geht natürlich auch. Und dann kannst du da der vorne, direkt links. Und da ist dein Lagerfeuer, wenn du weitergehst. Ah, hallo. Da ist es. Ein Lagerfeuer. Und da musst du gleich die Hühner plätten. Beziehungsweise als nächstes theoretisch und dann können wir weiter mit dem DLC machen. So, jetzt kannst du das Spiel beenden. Seht mich an. Papa Nordak. Wie die Maske im Schein des Feuers sich spiegelt. Oder das Feuer sich im Schein der Maske spiegelt, wie auch immer. Wie die Maske glüht im Angesicht des Lagerfeuers. Sie glüht nicht, das wäre sehr heiß fürs Gesicht. Aber du hast ja kein Gesicht mehr. Du bist ja ein Untoter. Ja, ja und? Hast du trotzdem ein Gesicht? Nein. Nur weil es hässlich ist, oder was? Du hast dein zweites Gesicht noch nicht erweckt. Du hast das Gesicht deines Vaters vergessen. Du hast das Gesicht deines Vaters vergessen. Nicht so rülpst du auch noch. Hä? Dreckschwein.